Herzlich willkommen bei www.lokalsportessen.de zur Partie zwischen der Spielvereinigung Schonnebeck und der DJK Adler Union Frintrop. Erster Spieltag in der Bezirksliga Gruppe 5 und ich darf es vorwegnehmen, dieses Spiel sollte ein munteres Schützenfest werden für beide Mannschaften, auch wenn die Schonnebecker zunächst besser in die Partie fanden. Fünfte Spielminute, langer Ball auf die rechte Außenbahn, da man setzt sich da wunderbar durch, wird dann gefoult und es gab zu Recht den Strafstoß früh in dieser Partie und ganz, ganz sicher verwandelt von Andreas Brutta. Er hier mit dem 1:0 für Schonnebeck. Und nur 3 Minuten später die Schonnebecker erneut über die rechte Außenbahn. Gute Drehung und dann das 2:0 durch Emre Kekeci. Da dachten alle schon, dass das hier eine klare Angelegenheit für die Reserve der Spielvereinigung Schonnebeck werden sollte. Aber Adler kämpfte sich zurück in die Partie. Hier wunderbare Direktabnahme. Dann können sie im 16er den Ball annehmen und kurz darauf war es dann Checker Romero, der hier zum 2:1 abschließen kann. Da gab es nichts zu halten für Pierre-Marcel Bolte und André Rillinger, der sah, dass seine Mannschaft hier das Spiel ein wenig aus der Hand gab. Zweite Hälfte wieder Borutta. Und er versucht das einfach mal aus gut 30 Metern. Entschuldigung, Oktay China war es. Und dann schlägt es ein. Oktay China mit dem 2:2. Und jetzt natürlich Jon Hühlen, der merkte, dass seine Mannschaft hier und heute mehr Kampf- und Siegeswillen hatte. 63. Spielminute, der Ball kommt über die linke Außenbahn. Über Cedric Wiechert, Flanke in die Mitte. China, Latte, China setzt nach. Dann erzielt er hier das 2:4. Oktay China, Doppelpack von ihm. Kurz darauf, in der 73. Spielminute, das 3:4. Und die Schonnebecker, die hatten jetzt es hier natürlich eilig. Alexander Schwerings Kopfball fand den Weg ins Tor. Aber 76. Spielminute, Fehler in der Verteidigung der Schonnebecker. Und dadurch kommt Cedric Wiechert hier zum 5:3 für Adler Union. Und langsam aber sicher lief der Spielvereinigung hier die Zeit weg. Aber in der 80. Spielminute Andreas Brutta mit dem 4:5. Und jetzt blieb ja noch 10 Minuten Zeit, um diese Partie letztendlich noch zu drehen. Aber es sollte nichts werden. Am Ende gewinnt Adler Union Frintrop eine muntere Partie mit 4:5 gegen die Reserve der Spielvereinigung Schonnebeck.